Dann starten wir mal rein. Yo, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Folge von Outlast. Mit Kara und Nico. Friede, Freude, Eierkuchen, Spaß für die Familie. Kara fängt an. Wie so oft. Was macht der da hinten? Der schlägt die Wand. Wir sind jetzt, auch ein Insasse, ein Patient. Oder Gefangener, beides. Ein Versuchskaninchen. Vater Martin hat mich hier reingebracht. Wir haben hier ein paar nette Mitpatienten. Nee. Sie sind in meinem Blut und wollen heraus. Das ist halt so interessant, diese Texte unten immer. Wie krank diese Patienten sind und wie was die labern für Zeug. Das ist so gestört, Alter. Eigentlich gut, dass du es nicht mitbekommst. Weil das ist verstörend. Geil. Kein Schlaf mehr. Raum, allein. Lassen Sie mich allein. Ich würde ihn allein lassen. Ja. Je länger du da stehst, desto schneller kommt er raus. Ne? Was? Nein. Sollen wir ihm zu nahe kommen? Probier es aus. Nee. Ja. Nee, danke. Das ist halt immer das Schwierige, zu sehen halt, wer könnte einem gefährlich werden, wer nicht. Okay, ist gut, ich hab's verstanden, ich gehe ja schon. Ich glaube, der will einfach raus. Du kannst, glaube ich, immer, geh mal auf das Übertab da oben. Ich weiß nicht, wo man sein Ziel sieht. Geh mal ins Menü einfach. Escape. Erkunde einfach mal weiter, das wird es hier schon mal geben. Der Typ auch, wenn sich die Anzeige umzudrehen. Kann er ja. Da waren wir ja schon. Guck mal. Wo war unsere Zelle? Das noch? Ja. Was ist das? Was ist das? Zoom mal dran. Plastikbecher oder so. Nee, Tablettendose. Ja. Super gemacht. Wer hat's gut gemacht? Die Tablettendose. Ja. Vielleicht kommt man da irgendwie drüber. Da muss man ja reinkommen irgendwie. Versuch nochmal oben am Gang. Ja, doch, du musst da. Nee, zurück. Andersrum. Muss ich bei den Typen das aufmachen? Irgendwie oder. Probier einfach. Nee. Okay. Guck oben ist. Soll ich? Geht. Ja, probier's, aber es geht, glaube ich, nicht. Guck mal nach oben. An der. Du musst da lang! Guck hoch! Was willst du von mir? Dass du fucking da hochguckst zu den Leuten! Hier oben! Ob da was ist. Ob du da oben rumspringen kannst. Nicht. Ja, du musst natürlich auch das Licht anmachen. Weiß nicht. Ja, okay, dann geh weiter. Sollen wir da drüben noch? Nein, gehen? Geh runter. Du warst unten ja noch nicht überall. Bei weitem nicht. Kommen wir da rum? Also, willst du weitermachen, oder? Ja, aber ich war schon in jeder Zelle. Nee, eben nicht. Ich war nicht in jeder Zelle drin. Du warst auch nicht bei jeder Zelle. Nein. Auf der anderen Seite, ne? Hinter der Anfangstreppe warst du zum Beispiel auch nicht. Genau. Genau, hier warst du noch gar nicht. Nicht. Ja, da musst du ja weiter gucken. Ja, probier. Haben wir schon. Geh einfach nochmal alle Zellen durch. Auf der anderen Seite, glaube ich. Auf der anderen Seite. Ja. Ja, dann
Das ist kein Griff. Da war der Typ. Ja, nächstes. Da. So, da ist ein Loch in der Wand, wie das. Kannst du nicht mehr. Seidig sein. Oh. Wer weiß. Warum bist du mit der Maus nicht immer so weit? In der Mitte einfach. In der Mitte. Ich bin für uns als krank. Wetter werden wir so selber krank. Genau, jetzt sind wir auf der Seite. Da kann man dann da drüber. Wollen wir da, aber da sind die. Ja. Nee, ja doch, ja. Ja, die sind jetzt nicht mehr da. Ja, super. Siehst du. Ja, siehst du. So. Du musst mal rennen öfter. Ich will auch. But I save some for you. Genau. Was steht da? Geh halt näher dran, bitte. God always provides a way for the... Folge dem Blutspuren zum Ausgang. Da müsste eine Batterie sein irgendwo. Hocken, in die Hocke, ja. In die Hocke. Ich würde noch nicht nachladen, aber bald. Man kann es wegtun eigentlich. Wenn du nicht Nachtsicht. Block A. Oh Gott, du gehst Block A hoch. Das ist Block A. Wir gehen mal weiter. Mhm. Blutspuren, genau. Durch den Abfluss. Mit dem Blut, hat er gesagt. Der einzige Weg nach draußen führt nach unten. Durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss. Kann ich nicht sagen. Naja, da ist ein Pfeil und Blut. Also, ich gehe mal davon aus. Gut, schön umgeschaut davor. Entschuldigung. Also, ich weiß nicht, willst du das Spiel spielen oder nicht? Tu ich doch. Ja, okay. Willst du so spielen? Mhm. Interessant, ich nicht. Was? Ich hab's nicht gelesen, ich war zu schnell. Was? Was da stand. Da stand, wenn du deine Gegner abbremsen willst, dann mach die Tür hinter dir zu. Aber ein Let's Play besteht ja nicht daraus zu sagen, nee, sondern du musst reden. Sätze, nicht, ja, nee. Oh, cool. Oh, ja, oh, wow. Und auch so, dass man dich halt hört. Um die Ecke? Nee, dass man dich hört. Ah, da sind die Typen, ne? Die. Du hörst dich das an. Ei, ei, ei. Nein, ich höre das nicht. Willst du? Nee, noch nicht. Kann noch nicht. Kannst du mal nachladen, ja. Okay. Ja. Hat er gewunken? Nee. Kann ich daran vorbeigehen, ohne dass er rumschreit? Das weiß ich nicht. Das musst du probieren. Wollen wir probieren? Wenn du das Spiel beenden willst, irgendwann ja. Wenn du weiterkommen willst. Wir probieren. Wir können auch gerne einen ganzen Part rumlaufen. Nein. Und OA sagen. Wir müssen da durch. Ich möchte, dass du still bleibst, sagt er. Ich?
Muss ich jetzt trennen. Hört mich anzugucken. Okay. Ja, hier geht's weiter. Da war eine Tür, Bro. Ja, aber ich glaube nicht, dass die aufgeht. Guck dich doch erstmal um, Alter. Ja, Spaß. Schon mal Tipp, da musst du rein, aber natürlich nicht, wenn der Typ da ist. Ja, genau, zum anderen. Ja, in eine Sackgasse rein, perfekt. Bewegen, oder? Hallo? Was? Gehst du weg von ihm vielleicht? Erstmal in die Hocke verprügeln lassen. Geh doch erstmal in Sicherheit, bevor du in irgendeine... Ja, schnell rein. Bevor du in irgendeine Sackgasse rennst, geh doch in Sicherheit. Ich hab's. Warum gehst du jetzt weg? Also sie geht weg von Maus und Tastatur, Kara. So spielt man kein Spiel. Wie soll ich denn weg von ihm? Ja, indem du halt dahin gehst, wo du herkamst, zurück. Wo du halt viel Platz zum Laufen hast. Okay. Was denn sonst? Ja, und warten auf ihn macht's nicht besser, Kara. Du musst dir Abstand halten haben. Weggehen. Tür hinter dir zumachen. Nicht. Geht schon. Nicht. Doch, geht schon. Jetzt nirgendwo lang. Ich, keine Ahnung. Ja, du musst halt einfach, wie gesagt, Abstand zu ihm halten, so weit, bis er dich halt nicht mehr sieht. Ich wollte Tschüss. Du musst da ja, glaube ich, nur was drücken oder so. Ja. Gut. Müsste reichen, glaube ich. Ja. Licht musst du. Und immer noch? Hand bleibt auf Maus, wenn du spielst, ne? Ja. Geh weg. Bleib da dran? Denkst du, bleib da? Spiel bitte einfach das Spiel, okay? Ich kann dir gerne das ganze Buch vorlesen, wo ich dir genau erkläre, was wann passiert, aber dann müssen wir es nicht mehr spielen. So. Ist nicht mal was. Doch. Wenn man sich umgucken würde, würde man was sehen. Gibt kein Anzeichen darauf, dass er jetzt kommt. Bisher. Jetzt schon, wegen Musik. Geschafft. Du musst sehr auf die Sounds achten, das ist sau wichtig. Ich bin da. Gut. Ein bisschen gucken, was passiert. Irgendwie. Muss ich mir hinterher gucken. Ist ja lang, ne? Und dann durch die andere Tür, ne? Dann ist das Ding offen, wo du inactivate aufsteigst. Nein, bleib. Mach nur die Tür auf. Warte, 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 vorsicht. Okay. Jetzt geht er in den anderen Raum. So. Muss ich dann vorbei, jetzt kann's ja vorbei. So, jetzt einfach durchrennen. So. Jetzt links. Soll ich machen? Ja. Ja, bitte. So, ich bin dran. Ich weiß nicht mal, was das für Dinger sind. Kommt der Gas raus? Nein, das ist so Reinigungskapseln, ja, glaube ich. Kann sein. Also, ist eine Vermutung. Ja. Da sind sie wieder. Ich würde sagen, wir waren mehr als fair. Okay, die haben uns Vorsprung gegeben. Was? Ab jetzt. Jetzt geben wir nach. Ja. Seine Zunge und seine Leber, hä? Rennen sie jetzt gegen die Tür und griffen sie ein? Wirklich, meins. Meins. Okay, frontal. Boom. Boom. Ist gut. Boom. Ein schönes Schlachtermesser. Ja, hübsch. Hör auf jetzt. Hör auf. Komm. Grafisch eine Meisterleistung. Den juckt's. Sympathisch. Man kann sich unterhalten. Ja, mit dem nicht. Mit dem anderen vielleicht schon. Okay. Blut. Voll. Ja, wenn du dich auf eine Kante zu willst. Einfach Leertaste drücken. Dann hängst du da. Ja. Verstehe. Jetzt musst du dich mal. Nein.
Nein. Doch. Hallo. Ah ne, es ist zu. Weiter. Ich stehe nicht mehr da. Ja, super. Oh, oh, Kara. Da ist nee. Offen. Da ist offen. Ich bin froh, dass ich die Spannung nicht so sehr habe, weil ich nicht mehr spiele. Okay. Hinter dir. Body? Hä? Hier waren wir noch nicht drin, ne? Nee. Ah, das ist der Security-Raum. In der Etage. Irgendwas? Ah, das ist jetzt irgendwas. Ja, genau, genau. Ich voll ja. leise. Sehr gut. Ich liebe auch das Sound, wenn eine Batterie aufnimmt. Dieses Blibli. Ja, ist okay. Ah, das ist wieder ein Foto. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Reinigungstore, ja, tatsächlich. Ja. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch bla bla nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Tja, wir haben es geschafft irgendwie. Durch was ist nochmal... Achso, das war so ein Knopf drüben. Hm? Passt schon. Ich wollte trotzdem wissen, was du fragen wolltest. Wie wir dieses Ding, was nicht funktioniert hat, da repariert haben. Und den Kopf, ja. Aber das, glaube ich, lässt sich nicht reparieren. Ja. Muss es auch nicht. Bin sauber. Ich bin sauber. Und sauer. Da geht's nicht weiter. Ja. Ja. Das sehe ich auch. Ist gut so. Showers, die Duschen. Du brauchst die Sicherheitskarte. Schlüsselkarte, okay. Hat er auch was an dem Raum? Eigentlich nicht. Wir sollten vielleicht erstmal weitergehen, bevor wir am Zurückgehen denken. Ach so! Wie das aussieht. Ich hätte es mir gerne angeguckt. Das sieht aus wie Kacke, Alter. Warte, kommt der jetzt hoch? Nee. Schöne Musik. Freiheit. Okay, Randale. Und der Chris Walker, der ist hier irgendwie Aufsichtsperson. Oder eigentlich ist er auch Patient. Aber ist nicht so nett halt. Nicht so nett, die sind alle nicht nett. Kopf abgerissen. Hier ist die Schlüsselkarte. Probier's doch nicht aus. Doch, natürlich. Ja, damit du den Leuten die Tür öffnest. Warte, wir haben gerade eine Notiz noch hier. Eine totale Sicherheit. Ich kann Chris Walker, den großen Kerl, der so gern die Köpfe von Leuten abreißt, einfach nicht abschütteln. Ich höre ständig sein Gemurmel über Sicherheitsprotokolle und Eindämmung. Was ist, wenn nicht er das Problem ist? Was ist, wenn er versucht, es zu lösen? Interessanter Gedanke. Bitte. Ist gut. Danke. Für was war jetzt nochmal? Das war für hier irgendwas, ne? Für die ja, Tür. Das hier. Guck mal, uiuiui. Spaßig. Nein, wir sind jetzt im Zentrum. Stimmt. Jetzt sind wir im Zentrum. Und damit auch bei Chris Walker. Jetzt beginnt die erste. Also, das ist so der erste Hauptgegner, sag ich mal. Und komme durch die Duschen. Achso, ja gut. Was? Wir müssen ja nur zu den Duschen. Ja. Da beenden wir dann noch. Ja. Wer läuft hier? Oh, wer bist du? Ah, einer von den Schwänzelmännern. Boah, ich geh da hier raus, ne? Mein Gott, er ist verschwunden. Das ist so doof, zu scheißen. Ja, das ist... Oh, nein, ich wollte nicht rennen! Ich wollte nicht rein! Der hat mich direkt gekillt. Ich habe W gedrückt. Ich wollte weiter. Da ist das Blut gedrippt. Der hat durch deinen Körper gestochen. Komisch. Überraschung. Ich verstehe nicht. Ich dachte, wir sollten dich langsam töten. Ja, das stimmt. Dann gehe ich mal weiter und wissen wir gleich, wie es lang geht. So. Jetzt müsste der hier. Ja, genau. Einfach nur D. Ich weiß, ich bin irgendwie auf W gekommen. Was kannst du? W kannst du, glaube ich, auch, wenn du nicht an den Fenstern bist. So, jetzt weiß ich halt nicht. Warte einen Moment. Oh, tolle Idee. Oh, meine Hand, die ist nicht mehr richtig.
Sie ist in der Luft. Ja, jetzt entscheidet er sich, warte. Zack. Ich weiß nicht, kann ich rein? Wir sind weg. Okay. Jetzt steht er wieder vor dir. Oder er steht hinter dir. Duschen? Sind das Duschen? Wahrscheinlich, ja. Licht. Speichert, sehr gut. Safe sind immer sehr schön. Mir geht's gut. Aber ich komme mittlerweile mit der Steuerung ganz gut klar. Das ist doch gut. Ja. Wie man immer vergisst, um die Ecken zu linsen. Ey, das ist mir zu kompliziert mit der Steuerung. Gerade noch mit der Steuerung vom Computer. So, nächster Sicherheitsraum. Hallo? Oh, warte mal. Der kommt von hinten. Stimmt, ja. Ich erinnere mich. Ah, hier. Komm da! Was? Was hast du getan? What the fuck? Okay. Boah. Da kommt er ja nicht rein. So. Okay. Warte mal, da kommt er. Andere Richtung, andere Richtung. Lauf, mach die Tür hinter dir zu. Oder auch nicht. Lauf, an! Ja, man muss hier durch, man muss hier durch. Ja, das ist eine Grenz. Wo landen wir? Im Zellentrakt. Auf was? Auf der Leiche. Auf Leichen. Oh. Ich glaube, das ist nicht hygienisch. Da haben die Reinigungstore nichts mehr gebracht. Wobei, dann können die jetzt so noch in die Reinigungstore reintun. Wow, Nico. Neues Ziel, finde einen anderen Weg in die Dusche. Gute Idee. Richtiges Gematsche. So, in völliger Dunkelheit. Ja, aber siehst du sie nicht, sehen sie dich nicht. Ach, das ist der Trakt, wo wir gerade... Ja, okay. Das kann man so nicht ganz sagen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Das war's von der Folge. Wir sind erstmal raus. Macht's gut, bis dann und tschüss. Tschüss.